Hallo und willkommen zu meinem neuen Let's Play Victoria 2 als Österreich. Wenn ich mich nicht ganz vertan habe mit dem Zählen meiner Let's Plays, müsste ich dieses Let's Play am 1. Dezember hochladen. Der 1. Dezember ist deswegen ganz interessant, weil wir haben nur noch 24 Tage bis Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt heute alle eure Kästchen, euer erstes Kästchen beim Adventkalender geöffnet. Das wäre ganz toll. Außerdem, nur als kleine Information am Rande, heute ist Welt-AIDS-Tag. Also für all jene, die das interessiert, möglicherweise wahrscheinlich gar keinen von euch, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, apropos Welt-AIDS-Tag, das Hauptproblem von HIV liegt ja in Afrika und das ist auch unser Hauptziel derzeit. Wir wollen Afrika mehr oder weniger vollständig, oder das, was noch nicht kolonialisiert ist, weiter kolonialisieren. Und wir haben in der letzten Folge bereits begonnen, Oman, gegen Oman einen Kriegsgrund zu suchen. Schauen wir mal, das müsste eigentlich in dieser Runde vonstatten gehen, dass wir den Kriegsgrund fertig kriegen. Außerdem sollten wir in der Lage sein, auch in dieser Folge den Oman noch fertig zu erobern. Der wird dann auch ein Teil unserer kleineren, unseres kleinen Kolonialreichs sein. Gut, in Europa halten wir uns wie in den vorherigen Folgen auch weiterhin zurück. Also ihr seht, an der Grenze zu Deutschland stehen da schon ein Haufen Truppen aus, also ein Haufen preußischer Truppen. Die haben echt nichts Besseres zu tun, als immer neue Truppen auszuheben. Obwohl wir viel mehr Leute sind, schaffen wir es nicht, so ein großes Heer zu haben wie er. Naja. Okay. Was soll's, kann man nichts machen. Ja. Parma ist bankrott. Naja, soll sein. Ist Parma in meiner Einflusssphäre oder nicht, frage ich mich gerade. Ich denke schon. Warte mal, einfacher ist es, wenn man so hin. Ja, die grenzen mich an, die sind sicher in meiner Einflusssphäre. Okay. Was soll ich mit diesem Kriegsgrund schon machen? Gut, Geld haben wir relativ wenig. Ihr seht, wir haben die Liberalen hier. Und wir haben bereits das Schiff in Stellung gebracht mit unseren Truppen, die dafür zuständig sein werden, möglichst schnell den Oman zu erobern. Hier haben wir auch noch ein paar Truppen, die stellen sich da nach Mogadischu, weil Mogadischu ist auch ein Teil des Omans. Und sobald wir den Kriegsgrund haben, können wir den Oman dann auseinandernehmen. Binnen hoffentlich kürzester Zeit. Ja, 78% noch 32 Tage. Was heißt noch 38 Tage? Wieso ist denn das jetzt schneller geworden? Weiter geworden. Gut. Ein Schiff. Ja, ich fürchte, wir werden dann die Bildung noch weiter runter senken müssen, wenn wir den Krieg führen. Dann müssen wir unsere Truppen ein wenig verstärken. Okay, noch ein Schipanakel, die brauchen wir eh, weil sonst wird sich das mit den neuen Kolonien gar nicht erst ausgehen. Ha, unsere Steuereffizienz steigt, das ist wichtig. Wenn wir so wenig Steuern nur einnehmen oder lukrieren können. Was ist das? Sardinien schloss ein Militärbündnis mit Toskana. Lippe. Sokoto will nicht von uns angegriffen werden. Ist okay. Sehr gut, wir haben den Kriegsgrund gekriegt. Wir erhöhen unsere Ausgaben fürs Heer, sagen wir mal auf 70%. Das bringt uns zwei Minus, aber ich glaube, wir werden durch den Krieg kommen mit diesem Minus, ohne dass wir Schulden machen müssen. Wenn ja, müssen wir halt noch an verschiedenen Stellen
zurückstecken. Na gut, Oman, wir sind bereit. Wir erklären. Und der irgendwelche Bündnispartner, den Jemen, naja. Abfahren. Sollte der Jemen tatsächlich auf die Idee kommen, gegen uns zu kämpfen, können wir ja gegen die auch noch einen schnellen Kriegskonto zufügen. Zum Beispiel in die Sphäre aufnehmen oder so irgendwas. Irgendwas, was nicht allzu teuer ist auf jeden Fall. Ja, wie schon gesagt, das wird jetzt etwas teuer. Ah, Portugal. Portugal können wir auch in unsere Sphäre hinzufügen. Das ist sehr gut. Vor allem, weil Portugal relativ lukrative Kolonien eigentlich da besitzt. Und da möglicherweise recht viel Zeug für uns produzieren kann, was wir brauchen könnten. Baumwolle, Kaffee, all dieses Zeug wollen wir haben. Na gut, das ganze Getreidezeug, was wir da haben, brauchen wir eigentlich nicht so. Das haben wir, glaube ich, noch genug. Naja. Okay. Schauen wir mal, wie der Krieg läuft. In Mogadischu sind wir mal. Und ein Kommandeur ist gestorben. Das ist natürlich super, dass der hier stirbt. Und bei denen im Hafen. Das kann man nicht gleich erholen. Ha, und Rebellen. Und ein General ist auch gestorben. Na gut, das passt ja sehr gut. So, Schipanakel, du fährst einmal dahin. General. Ja, ist auch klar. Das ist natürlich der, der da ist. So, und da sind meine Rebellen. Naja. So schlimm ist das eigentlich gar nicht. Wenn man bedenkt. Wenn man bedenkt, was für eine hohe Militanz wir eigentlich derzeit haben, ist es sogar lächerlich wenig, was wir da an Rebellen haben. Und da noch irgendwo irgendwelche Rebellen? Nö. Passt. Gut. Budapest haben wir gewonnen. Na, warte mal, wo ist das? Daher. Und daher, daher. Und wieder zurück. Gut. In Opeln haben wir auch gewonnen. Mal so. Gut. Das bedeutet, du kannst einen neuen Anführer kriegen. Tja.
hier, wen nehmen wir da? Der schaut gut aus. Für das, dass der sowieso nur. Schauen wir mal, ob da überhaupt nicht Revoltenrisiko. Wo ist denn das nochmal? Ach, wie Vorratslimit, das ist es. Gut, dann können wir ja alle erhalten. Ah, Mist, das habe ich jetzt übersehen, was da gestanden ist. Ich hätte nicht einfach wegklicken sollen. Gut, soll sein. Ist auch okay. Gut. Wir teilen euch auf mal. Fünf geht's daher, neun geht's daher. Und die anderen fünf kriegen auch noch einen Anführer. Hier geht's daher. Okay, Brunner ist auch erobert worden. Passt. So. Ihr erholt euch langsam. Schauen wir mal, wie viele Rebellen sind das. Naja, nicht allzu viel. Ich hoffe, die kommen damit klar. Ja, wir sind nur über 100.000 Pfund im Plus. Das heißt, wir werden dann nicht mehr viel müssen. Gut. Ja, Jemen hat sich freundlicherweise aus dem Und der ist wahrscheinlich angekommen. Das habe ich vorhin wahrscheinlich überhört, übersehen, nicht mitgekriegt. Ja, 32% zur Moral ist ganz gut. Andererseits ist das bei der Armee sowieso relativ wurscht, weil Pfefferküste, weil da haben wir sowieso keine Kampfschiffe dabei. Was sollen die schon machen? Wenn die auf irgendwelche Kampfschiffe treffen, ist das Einzige, was sie machen können, untergehen. Okay, auch Prag haben wir gesäubert von den Rebellen. Passt. Könnten wir vielleicht. Da machen wir vielleicht gleich zwei Armeen draus. Wenn wir dann dort sind, damit man nicht. Okay. 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 Na, wartet mal, da ist ja auch noch ein Gebiet, das wir erobern müssen. Die Insel gehört ja auch zu Oman. Achso, nein, die gehört zum Jemen. Gut, dann brauchen wir es doch nicht erobern. Dann hier weiter. Okay, Spannungen in Böhmen. Na super. Also ob wir das brauchen würden, dass in Böhmen die Leute einen Konflikt begehen. Konflikte. Wow.
So ein Krieg macht das nicht sehr viel einfacher für mich. Jeder Krieg ist irgendwie wie das Öffnen der Büchse der Pandora, könnte man fast schon sagen. Das führt dazu, dass das Land super instabil wird, noch instabiler als es eh schon ist. Naja, schauen wir mal. Wir hätten natürlich auch den brutalen Weg nehmen können. Wir hätten die Liberalen gewinnen lassen können, aber hätten alle unsere Verbündeten verloren. Und das wollte ich nicht. So, du gehst daher und der andere Wappler geht daher. Ha, und wir können wieder eine Kolonie kolonialisieren. Können wir gleich weitermachen? Ja, wir haben genügend Schiffe gebaut in letzter Zeit. Wo ist da oben? Machen wir da oben weiter. Und andere Gebiete auch, die ich kolonialisieren kann? Natürlich nicht. Dazu ist meine Marine viel zu schlecht. Aber immerhin, durch das, dass wir hier kolonialisiert haben und hier auch bereits einzelne Dings gebaut haben, hey, könnte man nicht ausbauen. Na, vielleicht besser nicht jetzt. Das machen wir nach dem Krieg. Wenn wir dann noch Geld haben. Spannungen lösen sich auf. Das ist ja hervorragend. In Kongo-Orientale ist das sowas von unnötig. Okay. Okay. Na, schauen wir mal, was passiert. Ah, wir können noch was, ja. Lindy. Ja, seht ihr, 79, mal schauen. Vielleicht sollten wir ein Schiff noch bauen. Wir können ja jetzt eh ein paar Schiffe bauen. Schlachtschiffe. Machen wir noch ein, zwei Schlachtschiffe. Und noch vier. Uhuhu. Das treibt mein Einkommen noch weiter runter. Naja, wir wissen ja, wie das ist. Desperate times need desperate measures. Okay, na gut. Damit, glaube ich, kann ich leben. Diese 3000 Rebellen sind mir lieber als ein Konflikt. Im Konflikt könnte man eh nicht wirklich was machen. So ein Krieg hat allerdings natürlich auch seine Vorteile. Ich glaube, in einen Konflikt kann ich nicht kommen. Hey, Doppelstandard. Dies bedeutet, die ein Währungssystem, für das Gold und Silber als parallele Währungseinheiten fungierten. Es versetzte den Staat in die Lage, jederzeit billiges Geld zu produzieren. Die Preisunterschiede zwischen den Währungen konnten für den einzelnen Bürger aber gravierende Folgen haben. Na gut. Wir haben Finanzpolitik gemacht. So, du gehst mal nach Muscat. Dort kommen wahrscheinlich die Muskatnüsse her. Wer von euch mag Muskatnüsse? Ich mag Muskatnüsse. Im Püree ist das absolut genial. Gut, die kroatischen Nationalisten haben wir auch niedergeschlagen. Ist auch gut. Die werden das wohl hoffentlich überleben. Naja, wahrscheinlich auch nicht. Vorwärtslimit. Da ist der Spreit.
Okay. Probierst wieder nach Muskat. Gut, dort wartest du auf diese Typen. La 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 la. Ah, noch mehr Spannungen, dieses Mal in Zentralungarn. Na super. Bin ich da jetzt schon dunkelrot überall? Ah, gar nicht mal so schlimm. Bin mir wieder zurückgegangen. Kaposchwa. Budapest. Kroatische Freiheitsbewegung, aber wenn die so Freiheitsbewegung machen wie gerade eben, dann ist es eigentlich nicht so schlimm. Das überlebe ich dann definitiv. Und noch ein General ist verstorben. Ja gut, aber andererseits ist mir das egal. Weil der ist jetzt eh bald da fertig mit der Belagerung. Vielleicht lassen wir die Hälfte der Truppen tatsächlich hier dann und nehmen nur die andere Hälfte mit zurück nach Afrika. Keine schlechte Idee. In Afrika kriegen wir eher neue Truppen her, hier nicht. Und fast haben wir es geschafft. Warte mal, soll der da bleiben? Oder der? Nein, ich lasse den da. So, wie schaut's aus, Oman? Einmal Frieden und einmal annektiert. Perfekt. Das gehört uns da wenigstens ganz Somalia. Könnten uns da noch äthiopische Eritrea auch holen. Wie schaut das aus da jetzt mit euch? Seid ihr noch immer so unzufrieden? In Wien haben wir gerade einen Krieg gewonnen. Ah, schaut gut aus. Geht wieder ein bisschen runter. Die Konflikte in Europa sind sehr, sehr unangenehm groß. Skandinavien möchte ein Bündnis mit mir. Wie kann das sein? Sind die nicht eine Großmacht? Ja, sind sie. Was heißt Deutschland? Wieso ist Deutschland gegründet worden? Wie kann das sein? Ach Gott, wie ist denn das passiert? Wie konnte ich das nur übersehen? Mist. Das haben sie es doch noch geschafft, die Preußen. Ach weh. Aber eher zufällig, würde ich mal sagen. Nassau zum Beispiel ist nichts.
dabei. Ja. Sie dürfte irgendeiner von diesen kleinen Staaten dürfte eine nationalistische Revolution gehabt haben. Dadurch ist Deutschland wahrscheinlich entstanden. Ärgerlich. Also quasi auf indirektem Weg. Na gut, wir sind trotzdem stärker als sie. Deutschland ist doch ziemlich eingeschränkt jetzt. Und im nächsten Krieg können Bayern und Sachsen viel mehr von ihnen verlangen noch. Na gut, schauen wir mal Frankreich. Wollen wir mal Beziehungen verbessern wieder. Großbritannien ist uns egal, ist uns egal, ist uns egal, ist uns auch egal, ist uns auch egal. Mal schauen, wir sind mit allen Großmächten ganz gut bei Fuß. So, schauen wir mal, was wir da haben. Kolumbien. Noch ein bisschen Meinungen senken. Dann wollen die sicherlich auch wieder, dass wir unsere Beziehungen verbessern. Genau. Dann Spanien. Sind wir eigentlich alle los, alle anderen? Sehr gut. Sachsen. Sind wir derzeit auch alle los? Das heißt, da können wir auch rausgehen. Und Portugal. Da werden wir die Meinung von Großbritannien senken. Da mögen uns die noch weniger. Das passt schon. Und Kolumbien. Das scheint mir auch schon relativ gut zu sein. Na, da bleiben wir auch noch bei 2. So, auf jeden Fall schauen wir uns mal die Einflusssphären an. Was fehlt uns noch? Da fehlt uns noch Ecuador zum Beispiel. Wir könnten Necht in unsere Einflusssphäre versuchen zu nehmen. Jetzt grenzen wir sogar an sie. Das ist nicht schlecht, dort entstehen nämlich relativ viel Öl und da muss ich sie nicht erobern für dieses Öl. Oh, na verdammt, die waren mit Äthiopien verbündet, die können wir nicht beeinflussen. Dann machen wir das mit dem Jemen einmal am Anfang. Das bringt zwar nicht so viel, weil ich glaube, die haben kein Öl, aber was soll's. Die müssen auch hier, müssen halt hier halten, bis wir. Ach so, ja, stimmt. Da werden wir unsere Kosten wieder senken. Passt, wir brauchen mehr Generäle, mehr Admiräle. Gut, du fährst nach Kismayo. Und lädst die Typen mal ab. Und dann holst du diese 30 Typen und die sollen wieder zurück nach Österreich ins Kernland fahren. Gut, Einkommen haben wir jetzt auch wieder. Dann können wir gleich als erstes Muscat nehmen und Dings erhöhen. Also wir brauchen gleich ein Vorher bauen. Und da auch. Sicherheitshalber, wer weiß. Da können wir auch verbessern. Und jetzt haben wir eh schon wieder kein Geld mehr. Schulden haben wir derzeit keine. Passt. Gut, die haben wir nach Kismayo gebracht. Jetzt holen wir uns mal die 30 und fahren wieder zurück nach Österreich. Und ihr geht's nach Muscat, ihr bleibt hier. Die erste Kolonialarmee. Gut, dann nennen wir die auch um. Dann nennen wir die da die zweite Kolonialarmee. Ah, Portugal will ein Bündnis mit uns, das wollen wir auch.
Die zweite Kolonial. Armee. Gut. Damit wir besser wissen, worum es sich handelt. So, wir haben schon wieder viel mehr Militärmacht. Das ist gut. Wir können noch neue Truppen ausheben. Nehme ich an. Das werden wir dann auch gleich tun. Okay, die sind in Muscat angekommen. Meine erste Kolonialarmee. Schauen wir mal. Auf nach Sench. Schauen wir mal, wo wir Truppen ausheben können. Rein theoretisch. Hier. Hier überall. Das ist gut. Das heißt, wir können diese Kolonialarmee gleich wieder auffrischen. Die gehen gleich einmal darüber. Nach Bohr zum Beispiel. Im Bohr machen wir so ein Dings und da gehen wir es weg. So, was haben wir da? Wir brauchen dreimal Infanterie, einmal Artillerie und einmal Husaren. Infanterie. Einmal Artillerie. Einmal Husar. So, irgendwas. Das sind 700 und 900. Okay. Das weg. Und dann bauen wir da noch eine Artillerie. Perfekt. Dann haben wir nur einen. Gut, was haben wir hier? Hier könnten wir auch einmal schauen, ob wir die ganzen nicht erhaltenen, also die roten hier, austauschen. Einmal Husar und einmal Pionier. Das sind Slowake. Noch ein Husaren. Und einen ungarischen Pionier. Was mit dir? Du passt. Passt auch. Passt auch. Passt auch. Gut. Ah, okay, das letzte, was da fehlt, ist wahrscheinlich der, der gerade nach Sench zurückfährt. Ist auch okay. Wenn der dann zurück ist, wenn wir den da auch noch fertig machen. Und danach haben wir schon fast wieder die Möglichkeit, noch eine weitere Armee aufzustellen. Das wird gut. Die brauchen wir eh. Immerhin haben wir jetzt als Nachbarn nicht mehr Preußen, sondern Deutschland. So. Noch irgendwas Kolumbien, Senken von Skandinavien. Skandinavien sind jetzt verbündet mit uns. Wie ist das mit Frankreich? Sind die nicht mehr verbündet mit uns? Nein, die sind nicht mehr verbündet mit uns. Nein! Ja Gott, ich hätte das von Skandinavien nicht annehmen dürfen. Die können mir ja nicht helfen im Krieg gegen Deutschland. Das sind ja Wappler. Also so schwach wie nur irgendwas. Na gut, ja. Brasilien haben wir immerhin ein Bündnis jetzt. Das ist ein bisschen eine Hilfe, aber nicht wirklich viel. Gut, ich sehe, die Zeit ist schon wieder etwas fortgeschritten. Herrschaften, wie schon gesagt, ich wünsche euch viel Spaß. Macht's keinen Blödsinn. Gute Nacht und schlaf gut und träumt was Schönes. Bis bald.